Hallo und willkommen bei Pierre Slot Racing, meinem kleinen Rennstall in den Maßstäben 1 zu 32 und 1 zu 24. Und heute geht es um die Frage, wie kann ich denn meine Tuningmaßnahmen erfolgreich testen, wenn ich zum Beispiel nicht in einem Verein bin, nicht in einem Verein kann, aus bekannten Gründen zurzeit, oder ich auch generell zu Hause keinen Festaufbau habe, also keine permanente Bahn. Und sich dieses wunderbare Hobby einfach überall in der Wohnung wiederfindet, eben nur nicht auf einer Strecke. Das liegt meistens am Platzmangel oder auch wenn ein Keller noch so aussieht, noch. Ja, da entwickelt sich auch noch was. Da seid ihr auch mit dabei. Aber das dauert noch ein bisschen. Etwas Geduld bitte. Gut, die Frage ist relativ simpel beantwortet. Da muss halt eine Zwischenlösung her. Ein temporärer Aufbau. Der wird mal aufgebaut und wieder abgebaut. Und aufgebaut und wieder abgebaut. Entscheidend ist ja, ich möchte ja vergleichbare Zeiten einfahren, ja, also vorher, hinterher Maßnahmen vergleichen oder auch die Fahrzeuge untereinander vergleichen. Daher ist es natürlich sinnvoll, sich auf ein festes Streckenlayout festzulegen. Und darüber hinaus, so habe ich das gemacht, verwende ich auch immer die gleichen Schienenteile an der gleichen Stelle. Deswegen hier auch die Beschriftung, kann man auch unten machen, kann man auch mit Aufklebern machen, wer seine Bahn nicht lackieren möchte. Aber dass ich halt immer die gleichen Schienenteile an der gleichen Stelle habe, um möglichst nahezu identische Voraussetzungen für die jeweiligen Testfahrten zu haben. Ja, ist jetzt auch nicht der Brüllerkurs, aber ist halt, wie gesagt, einfach nur als Teststrecke auch gedacht. Gut, ab und zu fahren wir mal unsere spaßigen Ränder auf, deswegen auch die beiden verbauten Weichen. Das stammt alles noch einer Grundpackung. Ansonsten halt würde ich zum Testen, wo mal eine etwas längere Gerade bei ist, um Gas zu geben, die Bremspunkte mal auszuprobieren und halt Kurvenverhalten. Ja, dann seht ihr ja auch, sind alles hier Standard K1-Kurven verbaut, also noch nichts Besonderes. Das kommt dann irgendwann, wenn mal der Keller entrümpelt ist. Ansonsten hat die Außenspur eine Länge von 10,53 Metern und die Innenspur, die halt für die Testfahrten optimal ist, eine Länge von 9,91 Meter. Jetzt mal ein kurzer Überflug über die Gesamtstrecke. Wie gesagt, nichts Besonderes, aber zum Testen reicht es erstmal aus. Die Wirkung vom Blei, wo packen wir sie hin? Wie ist der Kronos auf die Reifen geschliffen? Haut das in den Kurven halbwegs hin? Kein Vergleich zu einer Vereinsbahn, aber man hat schon mal einen Anhaltspunkt, welches Fahrzeug wie ganz gut läuft oder ob nicht sogar unter Umständen schwerwiegendere Fehler im Fahrzeug drin sind, die man erstmal beheben muss. Okay, der schönste Testkurs bringt ja nichts ohne eine vernünftige Zeitmessung. Klar, also sowas hier geht nicht. Das hier wohl auch nicht. Und das schaltet völlig aus, viel zu unpräzise. Aber ich hatte ja noch einen älteren elektronischen Rundenzähler, der sowohl mit der alten Anschlussschiene digital 132 und 124 wie auch mit der CU an dem Stecker hier Lapcounter angeschlossen werden kann. Ja, das hier ist das Ding, ne? Carrera 30342. Ich glaube 2008 war es noch im Katalog und entweder nächstes Jahr oder ein paar Jahre später wurde es dann durch den neuen Lapcounter ersetzt. Ja, und wenn man dann die CU einschaltet, wird auch automatisch gleich der elektronische Rundenzähler mit aktiviert. Ja, und dann wird ganz normal mit der Startfunktion der CU das Rundenzählen, das Training oder auch das Rennen, was man halt einstellt, gestartet. Und so habe ich dann die erste Zeit hier meine Tuning-Erfolge mit den Zeiten gemessen. Man kriegt immer eine schöne Rückmeldung von der CU, wenn man eine neue Bestzeit gefahren ist. Ansonsten kann man mit diesem Rundenzähler die Bestzeit einschalten, dann die Position im Rennen, Nummer des Fahrers, wie viele Runden und generell die aktuelle Rundenzeit. Ich habe mich immer auf die Beste dann konzentriert am Ende, um halt eine vernünftige Referenz zu haben. Natürlich sollte dann auch, wenn man die beste Rundenzeit fährt, dann muss man immer unterbrechen und raufgucken, weil der Bildschirm ist doch recht klein, die folgende Runde auch sauber fahren, dass man halt nicht mit Vollgas über Start und Ziel fährt, um dann in der ersten Kurve abzufliegen, sondern die folgende Runde war für mich wichtig, auch die nochmal sauber zu Ende zu fahren. Ja, und dann habe ich die ganzen Ergebnisse in eine Tabelle übertragen. Na, links die Bestzeiten, dann welches Fahrzeug. Die hier etwas fett hervorgehoben sind, sind unsere Einsatzfahrzeuge für DTM und für die GT132. Hinterher die Bezeichnung hier AV ist die aktuelle Version, also mit den aktuellen Tuningmaßnahmen. Die sind nochmal auf einem separaten Zettel geschrieben, was sich im Verhältnis zu der anderen Version verändert hat. Datum, wann die Zeit eingefahren wurde. Ihr seht auch, hier ist alles nicht mehr ganz so aktuell, denn inzwischen haben wir hier auch eine computergestützte Rennsoftware. Das läuft dann alles ein bisschen automatischer, muss man nicht mehr händisch nachtragen. Dann in der nächsten Spalte, welcher Reifentyp ist auf dem Fahrzeug verbaut? Unten haben wir noch einige Fahrzeuge, die noch gar nicht getestet wurden, wo die Reifen noch gar nicht aufgezogen wurden und auch noch keine Testrunden gefahren sind. Deswegen auch noch dann teilweise das Kreuz bei den Originalreifen.
da muss halt noch was passieren, weil es natürlich im Verhältnis zu den anderen Fahrzeugen, die getuned sind, da nicht ganz so fair. Dann, welche Motoren wurden verbaut? Es gibt bei so einem Verein ja einige Reglements, gerade bei der GT 32, dass dort andere Motoren verbaut werden müssen. Dann unter Extras habe ich da eingetragen, welche Geschwindigkeitseinstellungen, welche Bremseinstellungen ich vorgenommen habe. Dann haben wir hinten da diese Abkürzung MM-APD 106. Da hatte ich ja auch schon was zu erzählt. MM heißt Mittelmagnet, APD ist der Anpressdruck. Ja, wie hoch der halt ist, der Wert hier 106 bei dem Lamborghini. Dann haben wir noch Fahrzeuge mit Mittelmagnet und Heckmagneten. Das sind so die Testfahrzeuge. Dann die Raumtemperatur, die gemessen wurde, inwiefern die irgendwie Einfluss hat. Ja, sicherlich, Reifentemperatur spielt auch eine Rolle. Und am Ende halt das Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Und die wird halt immer nach jeder Testfahrt oder wurde diese Tabelle aktualisiert, um dann den Vergleich mit den neuen Tuning-Maßnahmen auch zu haben, was die unter Umständen wie bewirken. So, mit dieser Methode, mit kleinen, einfachen Bordmitteln und einem kurzen Testtrack, haben wir wenigstens die Möglichkeit, so tendenziell den Erfolg unserer Tuning-Maßnahmen zu überprüfen. Das war's dann auch schon und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.